Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Hardcore. So, folgende Sache. Die Bestellungen sind getätigt, zumindest soweit wie sie gingen. Es fehlt mir ein bisschen Blackstone, glaube ich. Und die Netherbricks. Ich hoffe, dass die genug sind. Ich meine, falls nicht, wir haben noch Netherrack da. Aber für den Boden sollte es auf jeden Fall reichen. Zumindest für diese Stellen hier im Boden sollte es definitiv reichen. Hier in der Mitte denke ich mir vielleicht noch was anderes aus. Mal sehen. Es gibt ja auch noch rote Netherbricks. Bin gespannt. Ich meine, man machte die mit Warzen. Aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Deswegen bietet sich das sehr gut an, dass die hier gerade wachsen. Und ja, machen wir mal Netherbricks draus. So. Ich habe jetzt erstmal die Steine hier rausgeschlagen. Man sieht schon, ich habe Gunpowder mit Inventar, weil ich nämlich, während ich gebaut habe, einen kleinen Zwischenfall hatte. Ich bin nämlich da einmal runtergefallen. Aber da ist sonst nicht viel passiert. Aber als ich hier runtergefallen bin, war ein Creeper auf dem Nether-Warzen-Farmfeld. Hier drauf. Der war hier drauf. Und WTF, wieso ist der da drauf? Weil sollte eigentlich hier nicht spawnen können, Fragezeichen? Auf jeden Fall weird. Ja, ich habe jetzt soweit hier alles erstmal ausgehoben, bis auf die Fackelstellen, sodass jetzt erstmal das Licht noch da bleiben kann. Und ich werde jetzt quasi hier und hier jetzt bis da einmal rum komplett mit dem Netherbricks auskleiden und mich dann mal erkundigen, wie man diese roten Netherbricks baut. Also dann. So. Die Aufgabe ist vollbracht. Die Netherbricks haben auch gereicht, soweit. Die hier muss ich natürlich noch ersetzen. Aber ich habe tatsächlich einen neuen Plan geschmiedet und zwar habe ich überlegt, sag mal ruhig, habe ich überlegt, hier, höre ich schon wieder irgendwie, nee, okay, hier in diesen Feldern, also statt hier in, nee, hier Glowstones reinzubauen und eventuell die Dinger hier sogar komplett wegzulassen, also diese Fackelstellen, sag ich mal. Und dazu müsste ich allerdings Glowstone holen gehen. Und ich müsste herausfinden, wie man diese wunderschönen roten Netherbricks macht. Ob man die wirklich mit Warzen macht. Wenn dem so ist, ich meine, ich habe da oben noch ein paar Warzen. Nein. Nein. Oder haben die letztes, die haben doch letztes Mal genau gereicht, kann das sein? Dann muss ich meine Notfallreserven aufbrauchen. So. Lass den noch einsammeln, bitte. Dankeschön. Netherward Block. So. Ich sehe hier allerdings keine Option dafür. Ich kann die nicht wieder zurückcraften. Wie macht man das bitte? Kann ich die färben? Nein. Kann ich die so färben? Nein.
Hilfe? Wie macht man rote Netherblöcke, Dinger? Ich weiß auch, dass das irgendwie geht. Ich weiß, dass das geht. Und ihr wisst das auch. Ihr wisst das auch. Das ist jetzt irgendwie doof. Moment. Habe ich nicht dafür ein Rezept? Habe ich dafür ein Rezept? Hier, Red Nether Bricks. Ich brauche... Aha. Alles klar, ich habe verstanden. Sehr gut. Dann... Muss ich gleich nochmal zurückkommen. Bisschen Glowstone holen. Und... Nochmal ein bisschen Netherrack in die Öfen stecken. Und dann sollte das laufen. Bringt dann, glaube ich, auch wieder hier nach unten. Frage ist, wie viele mache ich dann? Wie viel möchte ich dann machen? Ich glaube, ich mache tatsächlich einfach mal jeweils einen ganzen Stack. Das ist die falsche Kiste. Das ist die Kiste. So, Cobblestone kriegen wir auch endlich wieder ein bisschen mit rein. Nicht, dass Cobblestone irgendwie schwer zu finden wäre oder so. Es ist nur, ich weiß es nicht, bei mir irgendwie sehr mühselig zu farmen. Keine Ahnung. So. Ich muss nochmal in the Nether. Und ich muss nochmal 16 Stacks, Platz reicht, Netherrack holen. Scheine sicher zu sein. Also diese ganzen Überdachungsversuche waren wohl erfolgreich. Ich hoffe einfach mal, dass hier nichts reinkommt. Besonders nichts Schleimiges am besten. Das wäre nämlich ganz schön öde. So. Netherrack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und was kann ich eigentlich hier raus machen? Ich nehme mal zwei Stacks mit und ich gucke mal, ob ich da irgendwas draus machen kann. Irgendwelche anderen Blockarten, um mich vielleicht schon mal für die Decke zu erkundigen. Das sollte dann soweit passen. Ich brauche gar nicht so viele von den roten Nether Bricks. Ich glaube, es ist Zeit jetzt zu verschwinden. Denn so langsam werden es wieder mehr Magma Slimes. Hoffentlich kommen die eines Tages nicht aus diesem Portal heraus. Das wäre ganz schön doof. So. Kohle ist da auch noch drin. Super. Schmeiße ich hier diese Workstation direkt mal wieder an. So, hier muss ich gleich mal gucken. Ich nehme die mal eben gleich mit hoch und ich gucke mal, ob ich da irgendwas daraus brennen oder basteln kann. Ich kann Smooth Basalt daraus machen, sehe ich schon. Vielleicht wäre das echt eine Alternative für die Decke in diesem Raum da. Polished Basalt geht. Achso, ich kann schmelzen zu Smooth Basalt. Ich kann Cracked Nether Bricks machen. So, und hier kann ich das hier craften anscheinend. Das als Decke? Wie würde das denn aussehen? Das hier wäre vielleicht ein bisschen zu extrem, oder? Weiß nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht als Außenrand oder so könnte man das nehmen. Sollte ich dann vielleicht nochmal eine Runde Basalt holen? Oder, das ist die Frage. Möchte ich die Decke noch einen weiter hochziehen oder möchte ich... Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch... Also das geht bestimmt, aber... Aber ist denn das auch lohnenswert, ist die Frage. Da bin ich mir nämlich nicht so ganz sicher. Lasse mich... Alles klar, ich hol Glowstone.
Bevor ich mir da weiter Sachen angucke, hole ich jetzt erstmal Glowstone. Und werde das da mal so bauen, dass auf diesen Farmen bitte nichts mehr spawnt. Alter, willst du mich bitte verarschen? Außerdem ist Manfred in Gefahr, wenn da Zombies durchlaufen auf einmal durch die Gänge. Das ist sehr uncool. So. Hier ist Glowstone, da habe ich noch ein bisschen was. Kann man eigentlich Glowstone mittlerweile zu irgendwas Bestimmten vercraften? Glaube nicht. Netherquarz. Möchte ich das irgendwie verbauen? Ich weiß noch nicht. Ich lasse es erstmal. Ich gehe jetzt erstmal das Glowstone machen. Ich hoffe, ich habe auch genug dabei. Müsste ich dann natürlich erstmal wieder abziehen. Also das ging, soweit ich weiß, 64, 64, 16, 20. Das bedeutet... Ah, mir wird schon was einfallen. Aber erstmal muss ich sowieso, glaube ich, da aufräumen. Hallo? Reaper Skeleton. Das sollte ja kein Problem sein. So, und Creeper. Wieso dachte ich gerade, dass der Villager da unten wäre? Alter. Weil die auch Sandgeräusche sind, Mann. Das ist voll gruselig, okay. So, jetzt eben mal kurz abpassen. Zwei auf der Seite. Zwei hier. Hier noch eine. Hier. Und hier müssen jetzt zwei rein. Ah, sollte so passen. Dann hier. Nein, 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 nein. Katze. Katze, warum bist du... Oh, was macht die Katze hier? Die Katze soll doch gar nicht hier sein, Mann. Liebe Katze, du musst hier verschwinden. Du bist hier in Gefahr. Ich möchte dich zähmen. Und ich kann das nicht tun, wenn du hier in Gefahr bist. So wie ich übrigens auch in Gefahr bin, wenn ich hier runtergehe. So, hier ist es. Sollte ein Glowstone eigentlich reichen. Kann ich nämlich gleich auch diese Fackeln wegmachen. Ich weiß nicht, ob das genug Licht ist. Ich hoffe einfach mal. So, hier kann ich jetzt ab... Aua, Alter, wo kommst du denn her? Mann, nerv nicht rum. So. Nicht, dass hier irgendwo gleich ein Creeper auf einmal spawnt. Das fand nämlich sehr uncool. Können mich, glaube ich, noch mit... Ich weiß nicht, können die mich mit dieser Rüstung mit einem Schlag wegballern? Ich will das nicht ausprobieren, ehrlich gesagt. Ich will es, wenn dann, bestenfalls erleben, aber nicht ausprobieren. So, dann habe ich jetzt hier gleich das Glowstone drin, ne? So, die Aesthetics, die ich ursprünglich im Plan hatte, die werde ich trotzdem noch dahin packen mit dem Blue Fire und diesen Blue Lanterns. Das sollte noch klappen. Jetzt habe ich noch 5 über. Ich bräuchte aber noch ein paar mehr. Damit ich nämlich Folgendes tun kann. Damit ich noch an den anderen Seiten ein bisschen was dran bauen kann. Und irgendwann müsste ich auch wieder auf eine Glowstone Farm Reise gehen, glaube ich. Da haben wir ja unseren lieben Lava-Herren noch in der Hölle. Den werde ich dann natürlich wieder zu benutzen. Hier diese Shroom Lights, die müsste ich auch für irgendwas verwenden, ne? Irgendwann mal. Irgendwann mal. Weil ich will ja noch einiges auf dieser Welt hier bauen, natürlich.
Ich meine, wir sind irgendwie. Also wir sind jetzt 115 Folgen weit, aber irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin immer noch bei Folge 50 vom Fortschritt her. Weiß nicht warum. Irgendwie nur so ein Gefühl, keine Ahnung. Aber ist ja nicht schlimm. Wir sind ja nicht in Eile. So. So kriege ich jetzt 16 hier rein, wenn ich in die Ecken noch reingehe. Das heißt, das sind dann 16. So. Boah, ist aber schon sehr hell mit dem Shader. Vielleicht fast schon ein Stück zu hell. Aber es muss hell sein. Weil aus irgendwelchen dämonischen Gründen meint Minecraft sich denken zu müssen, so. Der Mob-Spawn funktioniert übrigens auch auf den Warzenfeldern. Bitteschön, mach mal. So, mach ich ja, wie ihr seht. Ich komme damit klar. So. Die roten Nether Bricks. Das hier müsste ich jetzt noch ersetzen. Dann ist nämlich der Boden quasi komplett fertig gleich, wenn ich die Nether Bricks aus dem Ofen, aus den Öfen abhöhle. Es kann aber sein, dass ich auch noch einmal die Warzen abfarmen muss. So. Hier mache ich mal noch damit zu. Das sollte passen. So, hier in den Ecken mache ich das schon mal fertig. So, und dann ist der erste Schritt schon mal getan. In der nächsten Folge sollten wir dann auf jeden Fall die Wände und die Decke im Schnelldurchlauf fertig kriegen. Alles gut bei dir? Ey, die rennt sogar, Alter, die rennt sogar schnell hier auf Soul Sand. Okay. Genug rumgealbert. Ich hole jetzt die Nether Bricks. Und dann sollten wir das in dem mal fertig machen da. So, denn ich möchte auch noch ganz viele andere Dinge tun. Viel zu viele Dinge. Ich nehme immer ein bisschen. Also eigentlich müsste ich auch noch hier das hier alles auch noch auskleiden, ne? Hier habe ich auch noch nichts ausgekleidet. Mann. So ein fauler Sack bin ich. Könnt ihr mal sehen. So, ich bring mal hier den. Ich bring jetzt mal den Kram weg. Und dann müsste ich nochmal unter die Warzen. Unter die Warzen vor allem. Genau das. Aber der Mob-Kram, der sollte erstmal hier rein. Davon habe ich nämlich am meisten. Und Glowstone kann auch erstmal wieder hier rein. Soweit, so gut. Jetzt geht's wieder ans Warzgemachte. Aha. War jetzt etwas unlustig. Okay, gebe ich zu. So, mach mal den Stack hier fertig. Ich glaube, ein Stack rot reicht doch, oder? Hoffe ich mal. Oh, ich hätte die Spitzhacke in der Hand halten sollen. Hätte ich den nämlich reparieren können. So. Jetzt, ich muss auch gar nicht hoch, ne? Ich muss einfach nur hier die Sachen abbauen. Bis ich, wie viel brauche ich denn? 2 Stacks brauche ich. Egal, ich mache einfach mal alles. So, erstmal alles weg hier. Es wäre interessant, ob hier immer noch. Okay, das war jetzt unnötig. Ob hier immer noch Viecher spawnen. Muss ich auf jeden Fall mal beobachten. Ich hoffe nämlich nicht mehr, weil es wäre nämlich ziemlich doof jedes Mal, wenn ich hier runtergehe, wenn hier Viecher sind. Sonst müsste ich das mit einem Zaungate halt wegmachen. So, Red Nether Bricks. So craftet man die. Sehr schön. Jetzt auch noch nicht ganz fertig. Das mache ich auch noch eben hier.
So, auf der Seite fehlt auch noch. Hier. So, und jetzt das hier. Pop, 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 pop. Ja, das fällt auf jeden Fall auf. Ich finde die Steine hier auch ein bisschen schöner, muss ich sagen, als die normalen Dungeon-Steine. Ich weiß nicht, die haben irgendwie was. Okay, das reicht leider nicht mehr ganz aus. Das sind die sterbenden Axolotl, oder? Das hört sich halt wirklich an wie sterbende Axolotls. Ganz, ganz, ganz böse. Ganz böse. Axolotl sollen nicht sterben. So. So, 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 so. So, 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 so. Ich würde mal sagen, ich mache für die Folge schon mal Schluss. Ich bereite jetzt noch die letzten Sachen eben vor. Und dann machen wir in der nächsten Folge die letzten Auskleidesachen fertig. Und dann müsste der Raum langsam Richtung Ende gehen. Auf jeden Fall die Aesthetics, die möchte ich dann noch gemeinsam mit euch machen. Und dann mal gucken. Also dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefällt, wenn euch die Ideen, die ich habe, in diesem Netherraum gefallen. Okay, noch ist es ja nicht ganz verbracht, aber bald. Lasst es mich ganz gerne wissen mit einem Like und ich würde mich, wenn euch der Kanal gefällt, auch sehr über ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und